Oh, hey da, was geht ab, Leute? Hong hier. Morgen ist wieder Deoxys X-Ray Tag und morgen ist zum ersten Mal die Verteidigungsform am Start. Dementsprechend schaue ich mal hier rein in diese neue App Go Ranger. Check die ab! Ich habe dazu vor 2 Tagen ein Video hochgeladen und mir das genau angeschaut. Auf jeden Fall kann ich hier in der App alles nachschauen rund um Deoxys. Das ist nicht aktuell. Das ist die Angus-Form, Alter. Leider keinen Gut mehr bekommen, den ich hätte pushen wollen. Upcoming. Defense Form, so, genau. Schwach gegen Käfer, Geist und Unlicht. So wie alle Deoxys. Wetterboost bei Wind, offensichtlich, weil Psycho. Beste Konter, Gengar mit Geist, Despotar mit Unlicht, Mewtwo mit Spukball. Und dann natürlich die üblichen verdächtigen Pins hier. 100% 12,99. Das war das, was ich wissen wollte. Jetzt bin ich bereit. 12,99. Darauf muss ich ein Auge werfen. Morgen, also ich habe gerade mich mit ein paar Freunden getroffen und ein paar Handys abgeholt. Weil morgen werde ich ja alleine mit deren Handys, weil ja Donnerstag, die Leute sind arbeiten. Aber ich habe zum Glück Zeit. Dementsprechend werde ich dafür ein paar Kolleginnen ja den Deoxys abholen. Und mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. 12,99, das wollen wir sehen. Abgesehen davon, 2 neue Events wurden angekündigt. Kidwurm C-Day, Alter. Ich habe es vorausgesagt. Also was heißt vorausgesagt? Ich habe es gehofft, dass der nächste C-Day Kidwurm wird. Brauche ich noch Lucky? Ich habe noch meinen 98er aufgehoben, um den endlich mal zu entwickeln für die spezielle C-Day-Attacke. Und wer weiß, vielleicht finde ich auch irgendwo, irgendwie einen 100er. Man weiß ja nie. Jetzt da, Gekabo auch 100er gefunden. Grüße gehen raus an Oxana. Sie hat den gefunden, gecheckt und dann allen Bescheid gegeben. Sowas muss man auch zu schätzen wissen. Zweite Sache, ein Käfer-Event. Aber das schauen wir uns noch genau an. Leider ist es noch nicht hier aktualisiert worden, in dieser schlauen App. Da steht noch nichts zu diesen 2 Sachen. Dementsprechend müssen wir uns das manuell wieder online anschauen. Auf jeden Fall wünsche ich euch heute, falls ihr irgendwo Deoxys macht, viel Glück, viel Erfolg. 12,99, das wollen wir, das wollt ihr, das will ich sehen. Und dann, demnächst müsst ihr dann irgendwann mal wieder Freitag kommen. Und dann Samstag und Sonntag, da können sich wieder mehr ein Deoxys gönnen. Also, Kidwurm C-Day, Kidwurm Shiny ist grün. Ganz normales C-Day, wieder 15 bis 18 Uhr. Den meisten Leuten hat die neue Zeit anscheinend gefallen, so wie ich das mitbekommen habe. Mir persönlich ist an sich ja schon egal. Ich meine, ich finde es früher besser, aber ist jetzt eigentlich auch egal, ob früher oder später. Da zerbreche ich mir nicht den Kopf darüber. Kidwurm ist am Start, spezielle C-Day-Attacke wird noch bekannt gegeben. Kann ja nicht Draco-Meteor sein, kann er ja schon. 3 Stunden Lockmodule, so wie immer. Und 3-fach EP. Mit Glück sei, 6-fach EP in den 3 Stunden. Aber nur fürs Fangen, nicht für die anderen Interaktionen. Und das Ganze findet statt am 13. April. Also nur noch 2 Wochen oder sowas. Moment. Dieses Wochenende 1, 2, das dritte Wochenende. Dieses Wochenende ist ja Quest Day. Und dann wahrscheinlich am 20. Wobei, nee, da ist Ostern. Am 27. ist dann wahrscheinlich Quest Day für April. Und sie haben wahrscheinlich den C-Day eine Woche vorgeschoben, weil der 20. einfach da in Ostern reingefallen wäre. Und das wollen sie, glaube ich, verhindern. Ah ja, Kidwurm C-Day kommt. Nice. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr gehypt seid dafür. Ich bin es auf jeden Fall. Ein Lucky Pokémon, das mir noch fehlt. Das ist natürlich immer geil. Und Kidwurm an sich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Nächstes Event, das wurde gerade eben aus dem Nichts angekündigt. Ein Käfer-Event. Vom 2. April bis zum 9. April eine Woche. Scheint wieder eher ein entspanntes Event zu sein. Nichts Großartiges, keine krassen Boni. Erhöhte Insekten-Spawns. Mehr Sachen aus dem Rauch. Rauch hält doppelt so lange. Ist interessant für uns, weil wir zünden im Livestream eigentlich immer einen Rauch. Aber jetzt an sich im Alltag, Rauch juckt nicht wirklich. Und es wurde kein neuer Shiny angekündigt. Was aber nicht schlimm ist, denn für das letzte Event, Equinox Event, wurde auch kein neuer Shiny angekündigt. Und es kam Shiny Lunastein und Sonnfell. Was kann ich mir vorstellen als Käfer? Ja, Hornlio, weil Raupi gibt es ja schon. Blutzug, ja. Pagas. Eure Vermutungen unten in die Kommentare. Aber ich tendiere zu Hornlio. Weil wenn es Raupi schon gibt, wieso nicht Hornlio? Und dann gibt es natürlich noch Käfer-Quest. Ja, keine Ahnung, was da rauskommen könnte. Das einzige seltene Käfer-Pokémon, was mir so einfallen würde, wäre halt den Kader. Das können auch viele gebrauchen. Ich kann es auch gebrauchen als 100er. Ein paar brauchen das noch Lucky, also Ninkada, wäre wahrscheinlich auch ein Kandidat für Quest Day wahrscheinlich. Shiny Ninkada? Ja, keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Und zum Abschluss pushen wir wieder. Ich kann es nicht sein lassen. Es muss immer gepusht werden. Aber das Pokémon muss gepusht werden.
ist Donnerstag, also eigentlich ist Mittwoch, aber wenn ihr das seht, ist Donnerstag, der letzte Tag von Dialga. Freitag ist Giratina wieder am Start. Ich versuche ein paar zu machen, weil ich brauche noch gute Giratina. So. Dialga. Ihr wisst Bescheid, ich habe einen wettergeboosteten 100er von der legendären Mittagspause. Moment, ich zeige euch hier mal ein paar. Ich zeige euch erstmal die Ausbeute. So. Die Alga habe ich 77. Also 71 von 77. Ich habe nicht viele getauscht, also die Getauschten müssten diese Zahl nicht groß beeinflusst haben. Ich glaube, ich habe so 4-5 Stück getauscht und dann habe ich direkt einen Lucky bekommen. Ich habe an sich einfach viele gemacht. Relativ viele. Die Alga. Palkia im Vergleich dazu nur die Hälfte. Sogar weniger als die Hälfte. Und von beiden 100er. Nice. So. Jetzt können wir den maxen hier. Ich habe lange einfach nur nach einem 96er aufwärts gejagt und gesucht. Dann hatte ich meinen 98er bekommen, war zufrieden, war froh, war happy und dann bam. Aus dem Nichts, während der legendären Mittagspause, noch den 100er. War Level 25, mein erster 100er legendär mit Wetterboost. Dementsprechend kostet es ein Ticken weniger Staub, aber kostet natürlich immer noch eine Menge. Vor allem, wir haben halt nicht mehr so viel. Und jetzt für das Käfer-Event, also erstmal Quest Day, habe ich eigentlich vor, Lotur zu und Formia zu pushen. Das sind zwei Pokémon, das ist schon mal herausfordernd. An C-Day natürlich, Kindwurm wird gemaxt, beziehungsweise Brutalanda. Dann Käfer-Event, ja, da weiß ich nicht. Ich habe eigentlich die meisten Käfer bereits gemaxt. Kommt auf das Event an, aber irgendein Käfer wird sich schon finden. Ja, schwer zu machen, diese ganze Sache zu pushen mit meinen 300.000 Staub hier. Vor allem, wenn ich hier fertig bin. Mit Dialga sind es, ich wette, wahrscheinlich nur noch 100 irgendwas 1000. Und dann ist ja auch noch Giratina am Wochenende. Wenn ich da einen guten bekomme, 96 aufwärts, was ja mein Ziel ist, da muss der auch noch gemaxt werden. Eieiei. Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Der Staub. Ah ja. Vor allem, ich war ja vor kurzem wieder mal über 1 Million Sternstaub. Ah, und das ist jetzt schon lange wieder weg. Ah ja. Auf jeden Fall, schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euch so lief mit Dialga. Ich habe gestern noch versucht, für euch vorgestern. Nee, für euch trotzdem gestern. Ich habe gestern versucht, noch ein Dialga für eine Kollegin zu organisieren, damit sie ihren ersten bekommt. Ging glücklicherweise gut aus und sie hat einen bekommen. Ihren einzigen, ersten und einzigen. Aber war schon schwierig und da habe ich euch dann gefragt, wie sieht es eigentlich bei euch so aus? Werden dann noch viele Dialga-Raids gemacht oder nicht? Ja, und die meisten meinten eher nicht, eher tote Hose bei euch. Am Anfang ging es halt gut ab. Vor allem, ja, so um die legendäre Mittagspause herum, da ging es echt gut ab. Und da kommt über 4000, nicht schlecht, Mann. Ein neuer in den Top, was weiß ich, Top 9 oder sowas. Bam! 100% Dialga, 4038. Wir schauen mal rein. Top 10, nicht schlecht. Über Palkia. Ja, auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann habe ich bereits meinen ersten Verteidigungsform Deoxys gemacht. Ich hoffe 12,99. Ansonsten euch viel Glück, viel Erfolg bei euren Deoxys X-Rays. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr vom Käfer-Event und vom Kindwurm C-Day haltet. Seid ihr gehypt? Ich auf jeden Fall. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergessen, Pokémon Serious Business.